Liebe Bonnerinnen und Bonner, liebe Freundinnen und Freunde Bonns, der deutschen Stadt der Vereinten Nationen. In diesem Jahr feiert unsere Stadt einen besonderen Geburtstag, den der Vereinten Nationen in Bonn. Im Jahr 1996 zog das Freiwilligenprogramm als erste Organisation ins Haus Kastanien ein. Wenig später folgte das Sekretariat der Klimarahmenkonvention. Damit war der Grundstein gelegt für den Ausbau des Bonner UN-Standorts zum Nachhaltigkeitszentrum der Vereinten Nationen. Nicht nur die Vereinten Nationen selbst, sondern auch viele weitere Organisationen und Institutionen in Bonn tragen zum Gelingen dieser Gemeinschaftsaufgabe bei. Wissenschaft, Wirtschaft, die staatliche Ebene und die Zivilgesellschaft arbeiten in Bonn gemeinsam mit den Vereinten Nationen an Lösungen für eine nachhaltige Zukunft im Sinne der Agenda 2030. Die Wege sind kurz hier am Rhein und ich selbst bin immer wieder überrascht, wie viele Gemeinschaftsprojekte und Ideen hier entstehen. 25 Jahre Vereinte Nationen in Bonn, das ist Gelegenheit zurückzublicken, Gelegenheit zu feiern und natürlich auch Gelegenheit, gemeinsam weitere Schritte zu gehen. Das alles möchten wir 2021 tun. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen, der Bundesregierung, dem Land Nordrhein-Westfalen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und vielen weiteren Organisationen, denen ich sehr herzlich danke für ihre Beiträge. Und natürlich mit Ihnen, den Bonnerinnen und Bonnern. Wir freuen uns auf viele unterschiedliche Veranstaltungen verschiedener Gastgebender, zu denen ich Sie herzlich einladen möchte, auch zum Engagement für die vorgestellten Themen. Folgen Sie dem Hashtag UNBonn25 und seien Sie dabei.